Hi, ich bin Saki. Willkommen zu meiner neuen Videoreihe Navigation mit Karte und Kompass. Wie kam es zu dieser Videoreihe oder die Idee zu dieser Videoreihe? Ganz einfach, Karte und Kompass werden heutzutage so gut wie gar nicht mehr benutzt. Es sei denn, man ist in irgendeinem speziellen Bereich tätig, wo das benötigt wird. Heutzutage benutzen die Leute moderne GPS-Navigationsgeräte und das auch mit gutem Grund, wie ich finde. Denn diese Dinge haben einen entscheidenden Vorteil, wenn ich sie einschalte und mich mit den Satelliten verbinde, dann kann mir so ein Gerät jederzeit anzeigen, wo meine exakte Position ist und zeigt mir diese Position auch auf einer Karte an. Und das ist natürlich unschlagbar, das ist nicht möglich, wenn ich mitten auf einer Tour eine Karte raushole und dann feststellen möchte, wo ich gerade bin. Natürlich haben diese Geräte noch viele, viele weitere Vorteile. Da sind Höhenmesser drin und viele, viele Funktionen, die ich nutzen kann. Ich selber liebe es auch, diese Geräte zu benutzen. Ich liebe es, meine Position meines Fahrzeugs einfach abzuspeichern. Dann kommt das Gerät in den Rucksack. Und wenn ich nach 2 Tagen nach Natur keine Lust mehr habe, dann schalte ich das Gerät einfach ein und schaue, wie ist denn der beste Weg zurück nach Hause. Aber diese Geräte haben einen ganz, ganz großen Nachteil. Sie sind nicht mehr für die Navigation zu verwenden, sobald die Energie zur Neige geht. Sind die Akkus oder sind die Batterien in solch einem modernen GPS-Navigationsgerät erschöpft, dann stehe ich ohne Navigationshilfsmittel da. Und das wiederum ist der entscheidende Vorteil von Karte und Kompass. Denn diese Navigationshilfsmittel sind unabhängig von einer Energiequelle. Sie sind quasi immer und jederzeit einsatzbereit. Das Thema an sich ist ein recht komplexes Thema. Wenn man nicht irgendwie, wie gesagt, beruflich damit zu tun hat, dann kommt man überhaupt nicht in Kontakt damit. In der Schule wird sowas nicht gelernt. Und das ist auch nichts, was man eben so ganz nebenbei lernt. Man muss sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber das ist keine besonders schwere Arbeit, sondern im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und genau das möchte ich euch in meiner neuen Videoreihe ein bisschen näher bringen. Ich werde das Ganze wieder logisch aufbauen, Stück für Stück aufeinander aufbauen. Ich denke, im ersten Teil werden wir uns einfach nur mal eine Karte anschauen für all diejenigen, die überhaupt gar keinen Kontakt mit diesem Thema hatten und schauen erstmal, wie ist denn so eine richtige Wanderkarte aufgebaut, was ist da wichtig zu wissen, und dann werden wir das Ganze Stück für Stück weiter aufarbeiten und dann in die Richtung Kompanten gehen und dann später auch richtig auf Touren draußen mit einem Kompass unterwegs sein. Okay. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann wird es demnächst Stoff zum Anschauen auf meinem Kanal für dich geben und du bist herzlich eingeladen, dir das Ganze anzuschauen. Ich wünsche euch was, bis demnächst.